Gast. Deutschtest für Zuwanderer. Übungssatz 1. Hören. Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Guten Tag. Sie haben die Nummer des Kinos am Stadtpark gewählt. Unser Programm am Samstag, den 8. März. 16 Uhr, Knut und seine Freunde. 18 Uhr, Die wilden Kerle 5. 20 Uhr, Unsere Erde. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor der ersten Vorstellung. Eintrittspreise für alle Filme, Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro. Nummer 1. Verehrte Fahrgäste, aufgrund von Bauarbeiten ist die U-Bahn-Haltestelle Rosengarten gesperrt. Die U-Bahn-Linien U1 und U2 werden daher umgeleitet. Um zum Rosengarten zu gelangen, benutzen Sie bitte den Bus 78 bis zur Haltestelle Friedrichring und steigen dort in die Straßenbahn 807 oder den Bus 87 um. Beide fahren bis zur Haltestelle Rosengarten. Nummer 2. Guten Tag, Herr Schmitz. Hier ist die Praxis Dr. Müller. Herr Schmitz, Sie haben ja gestern telefonisch ein neues Rezept bestellt. Das Rezept ist jetzt ausgestellt und liegt hier für Sie bereit. Kommen Sie doch einfach kurz bei uns vorbei. Und denken Sie bitte daran, Ihre Versichertenkarte mitzubringen. Vielen Dank. Nummer 3. Nächster Halt, Ostbahnhof. Liebe Fahrgäste, wegen eines technischen Defekts ist die Weiterfahrt mit diesem Zug nicht möglich und die Fahrt endet hier. Alle Fahrgäste werden gebeten, den Zug zu verlassen und zur Weiterfahrt die bereitstehenden Busse am Ausgang des Bahnhofs zu benutzen. Die Bahn bittet um Ihr Verständnis und wünscht Ihnen weiterhin eine gute Fahrt. Nummer 4. Hallo, hier ist Henrik. Ich habe gerade deine SMS gelesen. Schön, dass du morgen doch kommen kannst. Wir treffen uns um 3 bei mir. Der Weg zu meinem Haus ist ganz einfach. Du nimmst vom Busbahnhof den Bus 102 in Richtung Nordpark und steigst an der Haltestelle Hansastraße aus. Von dort siehst du eine große Schule, die Schillerschule.
Ich wohne direkt gegenüber. Bis morgen. Ende von Teil 1. Hören. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Der SWR3 Veranstaltungstipp. In Karlsruhe findet am Wochenende im Schlosspark ein Sommerfestival statt. Am Samstag treten Musikgruppen aus Argentinien, Kuba und Venezuela auf. Am Abend werden internationale Kurzfilme gezeigt. Für die Kleinen wird am Sonntag etwas geboten. Da gibt es viele Aktions- und Programmpunkte speziell für Kinder. Zum Beispiel das Puppentheater, einen Zauberer, eine Hüpfburg und viele interessante Spielgeräte. Nummer 6. Sie können schlecht einschlafen oder wachen nachts häufig auf? Dann testen Sie Medinox, ein leichtes Beruhigungsmittel auf rein pflanzlicher Basis für Erwachsene. Nehmen Sie mittags und abends je 10 Tropfen mit einem Glas Wasser ein. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollten Medinox erst nach Rücksprache mit dem Arzt verwenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Nummer 7. Hier das Kinoprogramm für heute. Im Eulenspiegel-Filmtheater sehen Sie um 15 und um 19 Uhr die Komödie Herzblatt. Im Luna sehen Sie um 15 und um 20 Uhr den Krimi Allein zu Hause. Und für die kleinen Kinobesucher ab 6 Jahren läuft in der Lichtburg um 15 und um 17 Uhr der Zeichentrickfilm Leo gegen den Rest der Welt. Nummer 8. Und hier unsere Programmtipps für den Feierabend. Auf WDR 2 kommt heute Abend ein Hörspiel-Krimi. Für Spannung ist also gesorgt. Auf WDR 3 hören Sie das Wunschkonzert mit Carmen Wasser, mit Liedern, die sich unsere Hörer wünschen. Und auf WDR 5 hören Sie eine Dokumentation über die Arbeit der Bundesregierung. Wenn Sie wissen möchten, was Politiker den ganzen Tag machen, schalten Sie doch einfach ein. Nummer 9.
Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Aschaffenburg Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunft ist 9.36 Uhr. Sie haben Anschluss nach Würzburg mit dem Intercity um 9.58 Uhr von Gleis 3. Die Regionalbahn nach Gemünden und Lohr am Main fährt um 10 Uhr von Gleis 7. Die Regionalbahn nach Bad Mergentheim über Miltenberg fährt um 10.02 Uhr von Gleis 6. Ende von Teil 2. Hören. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Tag, Herr Kern. Gut, dass ich Sie sehe. Hallo, Frau Wilke. Was gibt's denn? Ja, wissen Sie, morgen wird doch der Strom abgelesen und ich bin ja im Büro. Würden Sie denn die Leute von der Ablesefirma in meine Wohnung lassen? Kann ich machen. Wann kommen die denn? Auf dem Zettel im Flur steht zwischen 8 und 10 Uhr. Och, 8 bis 10 Uhr? Das ist ja ein bisschen früh. Aber bei mir muss ich die ja auch reinlassen. Also geben Sie mir mal ruhig Ihren Schlüssel. Dann schließe ich denen auch Ihre Wohnung auf. Ja, ja, ich weiß schon, Sie sind nicht gerade ein Frühaufsteher. Finde ich wirklich nett, dass Sie das trotzdem machen. Ich bringe Ihnen noch mal wieder ein Stück Kuchen runter. Nee, nee, lassen Sie mal. Ist schon gut so. Nummer 10 und 11. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, ich wollte einfach Kopfschmerztabletten. Aber das muss jetzt kein Markenprodukt sein. Da nehme ich gern auch billigere. Ja, da hätten wir ABC Akut. Die helfen sehr zuverlässig und sind auch ganz günstig. Gut, dann nehme ich die. Wie viele darf ich denn da am Tag maximal nehmen? Nicht mehr als 3 täglich. Aber die wirken auch sehr lange. Bis zu 6 Stunden. Da müssten 3 auch reichen. Falls das nicht genug ist, müssten Sie mal zum Arzt gehen. Tja, was kosten die denn? 2,95 Euro. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Nummer 12 und 13. Hallo Maria, wie geht's? Hallo Lukas, danke, gut. Weißt du, seit ich meinen neuen Job habe, bin ich echt ein ganz anderer Mensch. In dem neuen Krankenhaus, wo ich jetzt arbeite, sind wir ein echt nettes Team. Es ist ein völlig anderes Arbeiten als bei meiner alten Stelle. Ach ja, im Parkkrankenhaus ging's dir ja nicht so gut. Aber was ist denn jetzt anders? Naja, jetzt habe ich eine junge Chefin, die war selber Krankenschwester. Und hat noch nicht vergessen, wie stressig der Job sein kann. Auf der Station jetzt helfen wir Schwestern uns gegenseitig, wenn es mal Probleme gibt. Nicht so wie im Parkkrankenhaus, wo alle so arrogant waren. Na, das klingt ja toll. Dann hast du ja vielleicht auch mal wieder Zeit zum Grillen im Westpark. Ja, klar. Hoffentlich wird das Wetter bald wieder besser.
Nummer 14 und 15. Günther, bist du nächsten Samstag zu Hause? Weiß ich nicht. Da muss ich in meinen Kalender gucken. Vielleicht ist Handballtraining. Warum? Im Kindergarten ist Sommerfest. Und die Leiterin hat gefragt, ob du wieder grillen kannst. Eigentlich wollte ich dieses Jahr nicht mehr grillen. Irgendwie sind es immer die gleichen, die die Arbeit machen. Diesmal kann gerne mal ein anderer grillen. Reg dich nicht auf. Ich sag dann eben der Leiterin, dass du dieses Jahr keine Lust hast, aber dass du gerne einen Kuchen backen möchtest. Nee, das kann ich nicht. Den backst du doch wieder, oder? Na klar, aber das Handballtraining muss ausfallen. Du musst dir nämlich unbedingt auch den neuen Gruppenraum im Kindergarten angucken. Den kenne ich doch schon. So noch nicht. Die Kinder haben den Raum nämlich selber angemalt. Also gut, ich komme ja mit. Aber ich grille nicht. Nummer 16 und 17. Hast du das Kleid gesehen? Das ist ja schön. Welches meinst du? Das Grüne oder das Blaue? Das Grüne. Wie findest du das? Ja, nicht schlecht. Das steht dir bestimmt gut. Was kostet das denn? 99 Euro. Was meinst du? Soll ich mir das kaufen? Naja, ist vielleicht ein bisschen viel, mal eben 99 Euro für ein Kleid ausgeben, oder? Ja, ich weiß. Aber es gefällt mir. Und wenn du meinst, es steht mir, ich ziehe es einfach mal an. Warte mal, bevor du das anprobierst. Was ist das denn überhaupt für ein Material? Kann man das selber waschen? Ach, das ist doch egal. Ich will das Kleid ja nicht zur Gartenarbeit anziehen. Und außerdem sind wir am Wochenende zum 70. Geburtstag bei deiner Mutter eingeladen. Und ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Naja, wenn du meinst. Ende von Teil 3. Hören, Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Würden Sie sonntags einkaufen gehen? Oder finden Sie es wichtig, dass die Geschäfte sonntags geschlossen haben?
Unser Thema heute im Hörerforum. 7 Tage rund um die Uhr einkaufen. Ist das die Zukunft? Dazu einige Meinungen und Erfahrungen. Beispiel. Ich komme aus Berlin. Da ist das gar nichts Neues mit dem Einkaufen rund um die Uhr. Wir haben verkaufsoffene Sonntage. Dann gibt es ja die Adventssonntage. Wissen Sie, die Tankstellen haben doch auch immer auf. Oder die Bahnhöfe. Da bekomme ich so gut wie alles rund um die Uhr. Und während der Fußball-WM hatten wir auch sonntags auf. Das ist doch schon bald ganz normal. Nummer 18. Ja, klar bin ich für verkaufsoffene Sonntage. Ich bin freiberuflich tätig. Ich arbeite oft sonntags und am Wochenende. Ich entscheide selber, wann ich Ruhetag habe. Bald können wir rund um die Uhr einkaufen. Das ist der Trend, auch international. Für die Touristen ist das gut, für die ganze Wirtschaft. In Italien ist das so und in Frankreich auch. Das sind unsere Nachbarn, da müssen wir mithalten. Nummer 19. Tja, ich sag den Leuten, die auch sonntags noch einkaufen gehen wollen, immer, denk mal, du müsstest sonntags arbeiten. Das macht doch alles kaputt. Also Familienleben, Freundschaft und sowas. Zuerst kommen die Geschäfte, dann die Banken und die Versicherungen. Und dann haben wir die 7-Tage-Woche. Und dann hat jeder an einem anderen Tag frei. Und dann ist man überhaupt nicht mehr zusammen. Familie, Freunde, Vereine, alles auseinandergerissen. Nummer 20. Ich bin Ärztin und viele meiner Patienten leiden unter Stress. Schon unter der Woche arbeiten die Leute so viel, dass nur noch am Sonntag Zeit ist. In dieser Hektik jetzt noch 24 Stunden einkaufen können, das geht nicht gut. Der Mensch braucht Pausen, sonst wird er krank. Ende des Prüfungsteils hören.